Russian troops are starving and thirsty? Hell no! They've got rations that'll last for years. And a goddamn military. That should do it. The defense grid will reboot in a few minutes. Great. Crisis averted. Hardly. The bugs overwhelmed these guns once. We have other problems. Food's getting critical. Water is gone. 2 days ago, the bugs destroyed the pumps. If we don't fix them soon, we're gonna have a riot on our hands. They're looking ugly, all right. Let's see what I can do about the water pumps. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Red Faction Armageddon. Eigentlich hatte ich ja vor, zuerst Jack 2 weiter zu Let's Playen. Aber Fraps weigert sich bei Jack 2 nach wie vor. Ach ja, ich habe hier so irgendwie die falsche Waffe war. Fraps weigert sich da noch wie vor, mein Headset aufzunehmen. Mittlerweile weiß ich so ein kleines bisschen, was das Problem ist. Nämlich, Fraps nimmt, bei Fraps kann man ja, einstellen, dass es vom PC den Ton aufnehmen soll. Das wäre dann in meinem Fall halt ja vom Spiel. Und, die Tonaufnahme lasse ich jetzt einfach liegen. Und Fraps kann einen externen Input aufnehmen. Und im Normalfall ist es dann halt das Headset. Aber seit neuestem nimmt Fraps komischerweise nicht das Headset, sondern den USB-Grabber auch als externen Input. Bedeutet, der Ingame-Sound wird zweimal aufgenommen und der Sound vom Headset gar nicht. Aber egal. Na, nun Gewehr, das ist doch ganz schön. Aber okay, weiter. Weiter im Text zu Perfection Armageddon. Denn das hier ist nicht Let's Play Jack 2. Nicht wahr? Das ist doch scheiße. Gonna have to make a run for it. Wie? Hinrennen? Das kann doch nicht angehen. Aber es sieht so aus. Naja, irgendwie so diese Viecher sind nicht so gefährlich. Wenn man sich so ein bisschen von ihnen fernhält. So, würde ich mal sagen. Also momentan habe ich jetzt gerade überhaupt keine Probleme mit denen. Da unten muss ich hin, ne? Oh, hier gibt es Waschrott. Es war wahrscheinlich ein Fehler, hier reinzugehen. Oder es war auch kein Problem. Na, da. Was gibt's hier? Oh, guck ich mal rein. Auf dem Radar tummeln die sich aber auch extrem. Oh, kann ich was drücken? Nee. Okay. Also weiter. Weiter im Text. Wir müssen nach unten, ne? Oh, hallo. Wo gibt's denn hier einen Weg nach unten? Hier lang? Sieht so aus. Hey, noch mehr. Anscheinend nicht. Oh, jetzt schießen sie auch noch. Jetzt haben wir auch Schießende dabei. Das ist alles andere als toll. Ich verstecke mich mal hier so. Obwohl, ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Ich schieße dich mal ab. Ich will meinen Walker wieder haben, also mein Exoskelett. Das fand ich toll. Das Gebiet räumen. Klasse. Warum nur? Warum soll ich das Gebiet räumen? Gibt es dafür tatsächlich einen Grund oder war das einfach nur eine Laune der Entwickler? So, ich lade mal nach. Oh. Nein, die Waffe bitte. Okay. Das ist doch mal recht effektive Säuberungsmethode. Da ist gleich in Luft. Wie gesagt, das gibt gleich in Luft, habe ich doch gesagt. So. Oh, Moment. Die kann man ja auch nackt ganz gut alle machen. Einmal schön draufschießen, nachladen. Währenddessen mal die anderen so ein bisschen im Nahkampf fertig machen. Alles gar nicht mal so das Problem. Hier unten hat man noch eine ganz gute Kampfposition, weil hier nicht alle auf Mal kommen. Wenigstens tot, ja. Oh,
Der hatte wohl nicht richtig nachgeladen. Ach, du bist doch nicht tot. Jetzt aber. Hey, jetzt aber. Und jetzt stirbst du auch noch. Bist du der Letzte? Ne, da hinten. Da hinten ist noch eine Quelle. Oder ein Nest oder was auch immer. Immer noch, wie auch immer man das nennt. Denk mal hier meinen Sprengkopf hierher. Da wollen wir doch ein bisschen Spaß haben hier. Vor dem Barschrott einsammeln. Gut, das geht davon her ganz gut. No creatures detected in the immediate vicinity. Let's get those pumps running. Okay. Die Wasserpumpe ihn reparieren. Denn tue ich dieses Mal. Fange ich mal mit der hier an. Okay. Nicht das Problem, diese Aufgabe. Ehrlich gesagt sogar sehr leicht. Wenn ich das mal so sagen darf. Corporal, I've got the first set of pumps running. How's the water situation? It's flowing, but something's not right. It looks dirty. We're running some diagnostics on the purification plants. Deep Freeze 2 isn't sending back any data. Want me to take a look? Thanks, but we'll handle it. You've done enough already. Finish with the rest of those pumps and head back home. Sam, hier lang? Where's the next station? Nicht hier lang. Doch hier lang. Sag ich doch. Das wäre doch eigentlich klar. Schöne Kristall ist hier. Oh Gott, nee. Was ist das für ein Viech? Das kennen wir noch gar nicht. Okay, von sowas nimmt das nicht wirklich Schaden. Wie gefällt dir das? Nicht so gut. Hey, was hast du zum Hammer zu sagen? Der macht ganz ordentlich Schaden. Nicht zufrieden mit. Oh Gott, damit bin ich gar nicht zufrieden, dass ich jetzt so viel Schaden genommen habe. Ich habe keine Ahnung, wo ich da... Ja, ich so auf einmal so viel Schaden genommen habe. Es gibt keine Möglichkeit, diese Dinge zu stoppen. Sollte die Red Faction informiert werden von Hales Involvement? Sie glauben nie, dass er lebt. Außerdem sind sie bereits auf der Edge. Das letzte, was wir brauchen, ist, um zu finden, dass ich involviert war. Vielleicht könnte Sergeant Winters helfen. Ich bin sicher, Frank hat Probleme seiner eigenen zu handeln. Kommt noch was? Nee. Dann kann ich hier mal benutzen. Ja, eh. Kann ich mir irgendwas kaufen? Ja, ich kann mir was kaufen. Ich kann mir sogar schon die zweite kaufen. Was ist denn das? Mega-Druckstoß. Verbesserte Druckstoß. Dadurch wird er schneller wieder aufgeladen. Außerdem werden Schaden und Reichweite erhöht. Okay, ich gucke erstmal weiter. Moment mal kurz. Entschuldigung. Bin immer noch ein bisschen erkältet. Ab und zu mal husten oder sowas. Wenn deine Gesundheit sehr schwach ist, bekommst du weniger Schaden ab. Das ist sehr schön. Das könnte ich vielleicht gut gebrauchen. Aber erstmal weiter gucken. Aufhaltekraft. Deine Waffen haben eine größere Aufhaltekraft und schlagen mit mehr Kraft ein. Also mehr Schaden. Okay. Erhöht den Schaden, der durch Waffen verursacht wird, die nicht mit explosiven Geschossen arbeiten. Aha. Gut. Die Nanoschmiede erfüllt dich mit Energie und erhöht vorübergehend deine Angriffsgeschwindigkeit sowie den Schaden, den du verursachst. Na gut. Was ist das hier? Erhöht den Schaden, der durch Sprengwaffen verursacht wird? Okay. Benötigt die Schockwelle. Vergrößert den Radius, den Schaden und die Zahl der beeinflussten Feinde der Schockwelle und verringert die Abkühlzeiten zwischen den Nutzungen. Okay. Erhöht Schaden und Effektivität einer Nahkampfwaffe. Was ist das? Tiefe Taschen. Erhöht die Menge der Munition, die für jede Waffe getragen werden kann. Was haben wir hier noch? Schutzhülle. Die Nanoschmiede erzeugt eine Sphäre schützender Energie, die Beschuss durch Waffen abhält. Feinde innerhalb dieser Hülle werden von Naniten angegriffen. Ist auch in Ordnung. Toten Gegnern wird Barschrott abgenommen. Okay. Zielwasser. Dadurch kannst du genauer zielen und das Wackeln der Kamera beim Zoomen lässt nach. Das ist auch schön. Das hatten wir schon. Aber ich glaube, ich kaufe mir hiervon noch etwas, nämlich die Schockwelle. Weil die ist gerade bei so vielen Kleingegnern doch durchaus vorteilhaft, denke ich mal. Mit Y aktiviere ich die. Okay. Escape zurück. Ich benutze jetzt einfach mal. Okay.
Es ist auch wirklich Y und nicht Z. Nicht, dass da irgendwie wieder was mit der deutschen und amerikanischen, mit der europäischen und der amerikanischen Tastatur durcheinander gekommen ist. Dort komme ich wohl nicht drüber. Also gehe ich hier weiter? Ja, hier kann ich auf jeden Fall weiter. Ach, da hinten ist sie da. Hier. Mal schnell dahin und kaputt machen. Das sind nur die Kleinen. Vor denen habe ich nicht so Angst. Aber hier gibt es viele Quellen von denen. Ups, die Explosion hat mich auch mit erwischt. Das ist natürlich nicht so schön. Du wirst auch mal schnell gekillt. Wieso liebt das Justin noch? So, jetzt liebt es nicht mehr. Na los, tritt's kaputt, den Käfer hier. Einmal nachladen. Hier komme ich auch nicht weiter, wa? Dann muss ich wohl hier lang. Na los doch. Gut, ebenfalls. Und hier weiter. Oh nö. Ist es das, was ich denke, was es ist? Ah nee, gar nicht mal. Weniger schlimm. Gut. Ja, Mist. Ups, das ist kaputt gegangen. Damit hatte ich. Das hatte ich nicht mit eingeplant. Aber stimmt, ja, mit Faction gehen Sachen kaputt, wenn sie mit Sprengstoff in Kontakt kommen. Also mit explosierendem Sprengstoff. So, im Nahkampf erledigen. Den hier schon mal leicht anschädigen. Da kommt schon mal die nächste Quelle. Das ist ja klasse. Gerade nicht so die tollste Situation hier. Aber es geht schon. So, der ist ebenfalls gut. Der auch. Den kann ich im Nahkampf erledigen. Dann fahre ich nach. Und lass da nach. Oh nee. Ist auch noch so einer. Ich renne mal kurz weiter. Das Gebiet räumen. Klasse. Ein bisschen Nahkampf hier. Und ein bisschen Deckung gehen. Ah. Der war eben ganz nah. Mal kurz Schaden nehmen. Sterbt doch. Das ist eigentlich das einzig Nervige daran, dass es so viele sind. Das ist nur leicht einfach gefallen. Von daher nicht das Problem. Oh, hallo. Gut in Reichweite war er da. So, und damit wäre auch dieses Gebiet geräumt. Gar nicht mal so das Problem. Was gibt's dort? Da ist noch Barschrott unter anderem. Und ein bisschen Munition, auch ganz nett. Da hinten, das sieht auch wie Barschrott aus. Jo, ist es wohl auch. Und dort muss ich die Pumpe reparieren. Entschuldigung. Dann tue ich das nochmal. Pumpi, repariere. Bitte. Gut, auch. Corporal, all the pumps are back online. How's things on your end? Mason, something's wrong. We're going to go investigate the treatment plant. Corporal! Damn it. Sam, where's that plant at? Deep Freeze 2 is located in the cave system below us. However, I must caution that the area is quite large, and finding the corporal would We're going down there. Show me the way. That's a long way down. Oh, gleich den richtigen Weg gefunden. Okay, E zum Runterklettern. Mach ich das mal. B, hier. Yeah.